Am 25. September sind nicht nur Wahlen wie die in der Stadt St. Gallen oder nationale Abstimmungen, sondern es gibt auch kantonale Vorlagen, die es in sich haben. Da ist zum Beispiel im Kanton St. Gallen die Volksabstimmung über die Initiative «Ja zum Ausstieg aus dem Harmos-Konkordat». Bevor wir hier im Studio über Pro und Contra diskutieren, zuerst eine kurze Erklärung, um was es bei dieser Vorlage geht. Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule, besser bekannt als Harmos-Konkordat, wo 2009 in Kraft getreten ist und 15 Kantone mitmachen, darunter auch St. Gallen als einziger Ostschweizer Kanton. Harmos hat das Ziel, die verschiedenen Schulsysteme der Kantone anzugleichen, unter anderem mit einer obligatorischen Schulzeit von 11 Jahren, gemeinsamen Lernziel und damit auch einen gemeinsamen Lehrplan. Außerdem will Harmos selbstständigere Schüler, die nicht nur Fakten lernen, sondern auch, wie sie selber zu dem Wissen kommen. Mit der Initiative «Ja zum Ausstieg aus dem Harmos-Konkordat» wehrt sich die Vereinigung «Starke Volksschule St. Gallen», vor allem gegen den umstrittenen Lehrplan 21 und die zweite Fremdsprache in der Primarschule. Regierung und Kantonsrat auf der anderen Seite wollen im Harmos bleiben, weil die Kantone so einen Teil von ihrer Autonomie behalten können, weil sonst der Bund irgendwann die Harmonisierung diktiere. Und bei uns im Studio begrüßen wir den Erziehungsdirektor vom Kanton St. Gallen, der SVP-Regierungsrat Stefan Köliker. Er setzt sich für ein Nein von dieser Vorlage ein und der Heinz Herzog vom Verein Starke Volksschule St. Gallen, der mit Initiative den Austritt aus dem Harmos-Konkordat fordert. Fangen wir gerade bei Ihnen an, wegen Ihnen gehen wir an die Urne. Denn Herr Herzog, das Stimmvolk im Kanton St. Gallen hat zugestimmt dem Harmos-Konkordat 2008. Was hat sich jetzt geändert, dass man es jetzt wieder verwerfen soll? In der Struktur der Schule hat sich sehr wenig oder fast nichts verändert. Aber es hat sich verändert, dass man heute Erkenntnisse hat, und die zwar schon seit vielen Jahren, dass in der Mittelstufe viel zu viel drin ist, Kinder überlastet werden, Kinder zu Schulabstinenz, zu Schulverweigerung neigen immer mehr. Die Erkenntnis ist da und geändert worden ist nichts. Es hat sich ein Sprachenstreit ausgelöst in der ganzen Schweiz, wo es darum geht, Französisch oder Englisch zuerst als zweite Fremdsprache. Und der Sprachenstreit hat die Erziehungsdirektorenkonferenz zu verantworten, weil das Harmos-Konkordat genau da vorschreibt und niemand anders. Also all dem, was Sie jetzt beschrieben haben, da geben Sie Harmos die Schuld? Nein, da gebe ich der Erziehungsdirektorenkonferenz die Schuld, die das Harmos entwickelt hat. Herr Köliker, was hat sich geändert seit der ersten Abstimmung, dass Sie jetzt plötzlich dafür sind? Für Harmos, weil dortmal sind Sie ja dagegen gewesen. Was hat Sie das Amt jetzt, dass Sie müssen jetzt die Vorlage so in Abrede stellen? Gut, es ist natürlich so, dass die Haltung von der St. Galler Regierung eine andere war als meine vor 8 Jahren. Aber in der Zwischenzeit ist es so, dass sich meine persönliche Meinung eben auch geändert hat. Dass aufgrund von meiner Arbeit in verschiedensten Bildungsgremien interkantonal in Bern. Und das kann man auch gut begründen. Ich hatte dazu mal Bedenken gehabt mit dem Harmos-Konkordat. Ich hatte den Eindruck gehabt, mir ist zu weit gegangen, indem dass man Blockzeiten und Tagesstrukturen vorgeschrieben hat. Etwas, wo man gar nicht hätte müssen, aufgrund von der Bundesverfassung. Es hat sich dann aber gezeigt, dass der Kanton St. Gallen ganz pragmatisch mit der Situation umgegangen ist. Man hat den Mittagstisch eingeführt und hat keine weitere Massnahmen ergriffen mit Tagesstrukturen. Und das hat sich eigentlich auch bestätigt mit allen anderen Befürchtungen, die ich hatte. Ich habe gedacht, das ist ein Anfang von weiteren Vorschriften, wo interkantonal der Kanton aufs Auge gedruckt wird. Und das ist überhaupt nicht passiert. Das ist auch in den vielen, vielen Diskussionen, wo ich seit 8 Jahren ja mitwirke, gar kein Thema, dass man weiter Einfluss nehmen will auf die Entwicklung in den Kantonen. Es sind die Themen, die man kennt und die wollen wir jetzt noch zum Abschluss bringen. Und somit besteht gar keine Befürchtung, dass das irgendwie noch schlimmer wird oder noch würde weitergehen. Wir müssen das jetzt zum Abschluss bringen, wo wir dran sind, und dann ist der ganze Prozess beendet. Also das Bild, wo der Herr Herzog ja da gezeichnet hat von der Schule, wie schlimm das ist, sie gehen sich in dieser Diskussion Mühe und sagen, St. Gallen ist vorne, St. Gallen macht es richtig, St. Gallen hat schon vor dem Harmos alles so gemacht, wie es jetzt machen. Das ist ein total gegenteiliges Bild. Genau. Die Initianten probieren das Bild zu zeichnen von der Volksschule im Kanton St. Gallen, wo sehr negativ ist. Sie sagen, vieles ist im Argen, vieles funktioniert nicht, viele Probleme haben wir, und das stimmt einfach überhaupt nicht, weil wir haben einen Vergleich, wir haben
Leistungsvergleich. Da gibt es verschiedene mit anderen Kantonen oder sogar international. Und wir wissen, St. Gallen ist überall an der Spitze. Also Schülerinnen und Schüler sind von der Leistung, von der Qualität her überall an der Spitze. Zudem haben wir in der Volksschule vom Kanton St. Gallen eine gemäßigte Kultur, eine gute Ordnung, die herrscht. Wir gehen sehr der Sache verpflichtet miteinander um. Wir haben Ordnung in der Schule und darum es ist, steht alles zum Besten. Und darum kann man nicht nachvollziehen, wieso dass man alles sollte über den Haufen rühren. Natürlich, es gibt Herausforderungen, es gibt Probleme, aber dort sind wir dran und dort haben wir auch die Autonomie, um das selber zu beheben. Die möchten Sie ja so behalten. Also jetzt habe ich da jemanden, der sagt, das ist schlimm und jemanden, der sagt, das ist alles wunderbar. Jetzt müssen wir da schon ein bisschen rausschaffen. Was würde jetzt die Annahme von Ihrer Initiative verbessern von den Zuständen, die Sie vorher beschrieben haben, die ja offensichtlich doch nicht so schlimm sind? Im Hamos-Konkordat geht es nicht in erster Linie um Sprachen und um die verschiedenen Sachen, die da drin sind. Der Sprachenstritt ist ein grosses Problem, das da drin ist. Da ist der, der einen Haufen in Aufregung bringt im ganzen Land. Aber es geht um Macht und es geht um Geld. Da ist der Auslöser vom Hamos-Konkordat. Im Hamos-Konkordat will die EDK ihre Machtposition erhalten, die sie sich geschaffen hat, möglichst noch stärken und damit das Volk und das Parlament ausschalten. Hat sie bewiesen mit dem Lehrplan 21, mit der Einführung vom Lehrplan 21, wo man ganz am Volksvorbei gemacht hat. Man hat nur eine Konsultation gemacht, aber man hat keine Volksabstimmungen, keine Parlamentsabstimmungen, nichts gemacht. Der Erziehungsrat, die Erziehungsdirektorenkonferenz hat da der Regierung empfohlen und die Regierungen haben dem zugestimmt. Jegliches Legislative ausgeschaltet. Und um das geht es, die Macht können zu behalten. Und das ist nicht richtig. Das ist im demokratischen Prozess falsch. Sie sind Präsident von der Erziehungsdirektorenkonferenz Ost, sitzen da im Nationalen. Geht es Ihnen um die Macht? Also es geht ganz sicher nicht um Macht, die man da ausüben will. Was macht die Erziehungsdirektorenkonferenz? Oder was hat sie dazu mal gemacht mit dem Konkordat? Sie hat den Bundesverfassungsartikel umgesetzt. Das Schweizer Volk hat 2006 eine Abstimmung getätigt, wo sie mit 86% gesagt hat, wir wollen eine Harmonisierung des Schulsystems über alle Kantone. Und Bildungsdirektoren machen nichts anderes, als den Auftrag vom Schweizer Volk umzusetzen. Mit einem guten Konkordat, mit einem guten Modell. Man hat ja dazu mal können auf die Idee kommen, dass man viel weiter geht. Dass man viel mehr in die Autonomie der Kantone dort reinreden. Hat man nicht gemacht. Man ist sehr zurückhaltend gewesen. Man hat gewisse Eckpunkte hat man definiert. Und das setzt man jetzt um. Also wir machen nichts anderes als den Volksauftrag umsetzen. Und notabene sind wir auch vom Volk gewählt. Also es ist alles legitim, was wir machen. Das Konkordat beschließt die Eckpunkte, die haben schon ein bisschen gesetzliche Bedeutung in der Sache innen an und für sich, dass man das ein bisschen richtig versteht. Ja gut, es ist ja so, dass der Kanton St. Gallen, das ist ja eindrücklich, oder? Wir haben ja alles, was im Hamos-Konkordat ist, haben wir ja vorher schon im Volksschulgesetz umgesetzt. Das heisst, der Kanton St. Gallen hat vorher schon aus freien Zügen gesagt, wir wollen eigentlich den Inhalt und die Veränderungen im Volksschulgesetz wollen wir herbeiführen. Und später ist dann das Hamos-Konkordat gekommen. Also der St. Galler Bürger hat eigentlich zweimal gesagt, wir möchten das gerne so haben. Also wenn wir jetzt aus Hamos austreten würden, dann würden sie wieder müssen bei den St. Galler Bürger antreten und sagen, so jetzt wenn wir wieder alles korrigieren, wo man schon zweimal Ja gesagt hat. Und alles ist nicht nötig, was sie da anstreben. Also eine schwierige Situation. Das ist doch völlig falsch, dass wir alles wieder umkrempeln. Das ist völlig falsch. Und das Hamos-Konkordat ist etwas absolut Unnötiges. Das Hamos-Konkordat geht im Artikel 4 mit den beiden Fremdsprachen deutlich über den Verfassungsartikel aus. Ich habe gesagt, das Hamos-Konkordat ist das, das definiert, dass zwei Fremdsprachen auf der Primarschule unterrichtet werden müssen. Und ich habe vorher gesagt, es geht um Macht. Es geht darum, dass man über das Hamos-Konkordat das Volk ausschalten kann. Und es geht darum, dass wir kommen nachher glaube ich, auf die Frage noch wegen jetzt bin ich. Wegen Bund. Wegen Bund, da habe ich dann noch etwas zu sagen. Es gibt zwei Sachen, die ja immer kommen. Das ist der Lehrplan 21 und da ist der Sprachenstreit. Drin. Ist das etwas, das jetzt auf dieser Hamos-Ebene tatsächlich muss diskutiert werden, da kommt das auf einer ganz anderen Ebene nochmal zum getrennt anschauen? Ist das nicht der Hebel, den Sie jetzt brauchen? Das ist tatsächlich jetzt Thema. Der Lehrplan 21 ist
nicht legal eingeführt worden, ist am Parlament vorbei eingeführt worden, ist schon gesagt. Und wenn wir aus dem Harmos austreten, dann nehmen wir uns die Fesseln weg, dass man da nicht mehr einfach am Parlament vorbei machen kann. Das Harmos-Konkordat harmonisiert gar nichts. Weil im Harmos-Konkordat sind 11 Deutschschweizer Kantone nicht dabei. 7 haben es per Volksabstimmung abgelehnt, den Beitritt. Und wenn man DDK etwas will bestimmen über das Harmos, dann hat sie 11 Kantone, die nicht dabei sind und dem nicht Folge leisten müssen. Und der Kanton Thurgau ist erfolgreich unterwegs eingegangen auf die Probleme in der Schule und hat die zweite Fremdsprache auf die Oberstufe verschoben, vernünftig angeschaut in der Schule, die Überlastung der Kinder gesehen, die Konsequenzen, die es hat gesehen. Und es hat nicht nur gute Konsequenzen, wenn man den Fächerkatalog dermassen breit macht in der Mittelstufe, es hat auch andere. Ich habe es vorher gesagt, Schulverweigerung geht bis zu Depressionen. Wir haben das Heer von Heilpädagogen eingesetzt in der Schule, die ein Heidengeld kostet, um die Probleme, die Überforderungen der Kinder irgendwie probieren können aufzufangen. Herr Köliker, so die Diskussionen zum Harmos, eben Sprachenstreit, der Kanton Thurgau kommt da, der Herr Berset, der gerne ein bisschen aus Bern sagt, wenn ihr nicht willig sind, dann komme ich dann und sage euch allen, was wir gemacht haben. Das schwingt schon auch ein bisschen mit und hinterlässt natürlich ein bisschen ein ungutes Gefühl. Also was der Herr Herzog sagt, stimmt einfach nicht. Das hat keinen Zusammenhang, was er sagt, mit dem Harmos-Konkordat. Das ist ganz einfach zum Nachvollziehen. Sprachenkonzept, das heute gilt, über alle Kantone, hat DDK 2004 so erlassen und der Kanton St. Gallen hat es 2005 freiwillig übernommen. Also lang bevor das Harmos-Konkordat gekommen ist, haben wir freiwillig das so übernommen. Das ist ein Bundesverfassungsartikel, wo vorschreibt, dass Kantone Dauer und Ziele der Bildungsstufen harmonisieren. Das heisst, wenn wir aus dem Harmos-Konkordat rausgehen, müssen wir genau die Ziele erreichen. Und das ist natürlich eine ganz falsche Beurteilung, wenn Sie meinen, der Kanton Thurgau habe mit seiner Lösung aufgezeigt, wie frei das man ist und wie das man damit umgehen kann. Es droht, dass der Bund einschreitet, im Fall vom Kanton Thurgau und wird sagen, so geht's nicht, weil sie eben genau die Bedingungen von der Bundesverfassung nicht erfüllen. Und das hat gar nichts zu tun mit Harmos. Aber Herr Herzog, dann kommt es eigentlich gar nicht so darauf an, was man abstimmt am 25. September, weil am Schluss ja alles so bleibt, wie es ist. Im Zweifelsfall kommt ja der Bund. Und damit wäre wir dem Thema von der Autonomie, wo ja eigentlich gar kein G ist. Das ist eben nicht richtig, dass der Kanton Thurgau nicht legal unterwegs ist. Und der Kanton Thurgau hat Massnahmen ergriffen, die schulisch wichtig und richtig sind, die auf die Kinder eingehen und die Möglichkeiten der Kinder berücksichtigen. Wenn ich das Plakat anschaue von unserer Gegnerschaft und da ist Departement dabei, da hat es einen Herr Regierungsrat dabei, da hat es Kantonsrat dabei, der schreibt, den droht Bundesdiktat. Dann habe ich da ein bisschen meine Fragen zum Also da ist das Argument, ja, ja. Aber tendenziell da von beiden Seiten eigentlich kommt. Oder? Ja, aber da habe ich meine Fragen über die Kenntnisse vom politischen Prozess. Oha, ein Bundesrat, da müssen Sie schon noch einhängen. Ein Bundesrat hat kein Recht, uns etwas aufzudiktieren. Und wenn Regierungsmitglied von einem Kanton von Diktatur aus dem Bundeshaus redet, dann fehlt mir das Verständnis. Der Bundesrat hat seine Vorstöße über das Parlament durchzubringen. Also National- und Ständerat haben dazu Stellung genommen. Das sind notabene Kantonsvertreter. Dann gibt es ein Referendumsrecht. Wenn das benutzt wird, gibt es eine Volksabstimmung darüber. Und das ist der politische Prozess, der genau in diesem Punkt durchzuführen ist. Wenn Sie reden davon, dass dann der Bund diktiert, dann ist das also nicht der Fall. Ich glaube, das Diktat liegt bei der Erziehungsdirektorenkonferenz. Die diktiert uns den Lehrplan auf, wo das Volk nie Ja gesagt hat dazu. Den Punkt haben wir verstanden, aber das mit den Bundesräten, ich glaube, da müssen wir Verrückte schon eine Stimmung an deren Abstimmung ist, dass die Initianten mehr Freiheit für Kantone wollen. Und sie
drängen uns jetzt in eine Bundesintervention hinein, wo genau das Gegenteil wird passieren. Also es ist furchtbar, eigentlich, wie die Aussichten sind, was sie herbeiführen. Nein. Es wird passieren und es ist ganz einfach zum Nachvollziehen. Es steht in der Bundesverfassung. Das sind nicht Bildungsdirektoren, die nicht verstehen, wie es funktioniert. Es steht da drin, Sie können es einfach nachlesen. Kommt auf dem Koordinationsweg keine Harmonisierung des Schulwesens zustande, so erlässt der Bund die notwendigen Vorschriften. Das ist ganz einfach. Und wenn Sie sagen, das ist ein Drohgebilde, das unrealistisch ist, es ist ja schon zweimal passiert in den letzten Jahren. Der Bund hat angefangen, Recht zu definieren im Bereich des Sports. Die 3 Stunden Schulsport hat er an sich gelesen und hat das vorgeschrieben. Und das Gleiche im Bereich der Musik. Also es war wie ein Testlauf, wo der Bund aufgezeigt hat, schaut dann, wir reissen das an uns und wir werden das vorgeben, wie es in Zukunft wird laufen. Und wenn Sie Verhältnis wollen, wie es in anderen Ländern ist, zum Beispiel in Österreich, wo ein Bundesland wie Vorarlberg gar nichts mehr zu sagen hat und alles von Wien aus bestimmt wird, dann sind Ihr verantwortlich mit dieser Initiative, wenn die würde durchkommen. Spannende Denkansätze. Wir werden noch mehrere Mal aufeinandertreffen bis zur Abstimmung. Sie, Herr Kölliker, haben heute Abend zwar die SVP-Delegiertenversammlung. Da wird interessant sein, zu sehen morgen, ob man Ihnen auch folgt oder ob da die Initianten zum Zug kommen. Besten Dank den beiden Herren. Ja, Sie haben dann am 5. September übrigens an der Fachhochschule St. Gallen noch ausgiebiger Gelegenheit, über die Vorlage zu diskutieren. Das Podium mit dem Heinz Herzog und dem Stefan Kölliker fängt dann um 7:30 an. Wie die Abstimmung ausgeht, das sehen Sie auf TV, wo in der speziellen Wahl- und Abstimmungssendung am 25. September. Und auch bei den nationalen Vorlagen können Sie sich ein Bild machen bei uns im 60 Minuten, dann am Donnerstag in einer Woche, am 8. September, dann geht es in einem Strickgespräch um die AHV-Plus-Vorlage. Jetzt aber weiter von der Politbühne zu der Kinoleinwand. Schon parat steht nämlich der Philipp Portmann. Bei dir geht es nicht so um Fakten, sondern um Magie und Action. Haben wir recht?